Moin moin hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Future mal wieder vom Main. Momentan ist die performance auf dem Backend gerade ganz gut, ist aber auch wirklich tagesform abhängig. Gestern zum Beispiel konnte ich gar nichts machen hier auf äh, S31. Ja, da war äh, weiß ich nicht, da hat das Alu klicken, da habe ich eine Quest bestätigt, zack. Gefühlt 10 Minuten warten, bis man die nächste Quest annehmen konnte. Also manchmal ist es so und manchmal so. Naja, kann man nichts machen, muss man aussitzen, aussetzen, ja, und hoffen, dass es ein bisschen besser wird. Ne? So, wir werfen das mal in die Toilette. 3800, ja, das ist sehr gut, das ist ein sehr gutes Item. Holen uns das Ding gleich ab. 18 Millionen mal wieder. Ist, glaube ich, durch die 19er Hydra, müsste das sein. Ja, wir haben jetzt auch die 19er fast geschlagen und danach kommt ja die 20-Köpfige, obwohl das ist ja nicht die 20-Köpfige, sondern das ist ja die unzählige. Ne? Also ab da an geht es denn los, dann wird, es, wird die 19-Köpfige zur unzähligen Hydra. Und die sieht dann nochmal ein bisschen aggressiver aus. Ne? Die hatte ich euch ja schon mal gezeigt im Video. Wenn, ich, wenn wir ein bisschen stärker wären von der Gilde her ähm, und ja regelmäßig angreifen, sage ich mal, aber das machen eigentlich die meisten hier, dann sollten wir das auch in, ja, bälde, im Balde, äh, sehr bald äh, die, die 20-Köpfige äh, standardmäßig erreichen, ja. Wir haben sie einmal erreicht. Wir hatten sogar die 20-Köpfige gehabt und von der 20 köpfigen, die 20 köpfige haben wir dann auf 23 Prozent oder so runtergeknüppelt. Keine Ahnung, wie das geklappt hat. Heute schaffen wir vielleicht gerade mal so die 19er. Ja, mal gucken, wie viel Damage wir jetzt machen hier. Und äh, ja, je nachdem werden wir dann halt morgen äh, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Erfahrung bekommen. Ne? Je nachdem. Aber ich denke mal. Wir haben es jetzt kurz nach Zähne. Da sollten, sollte vielleicht noch der eine oder andere draufknüppeln. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück. Ich meine, ein bisschen Glück gehört generell auch dazu, zu den Kämpfen hier. Ne, ist ja halt ein Kriegerbattle. Der muss halt das, das Maul, muss hier mal sein Maul stopfen und dann ein bisschen das Schild hochhalten. Ich meine, wir haben jetzt von. Ja, wir haben jetzt 2% gemacht. Das ist in Ordnung, auf jeden Fall. Und ja, Patchstufe stufe ist ja schon auf 600. Wir sind jetzt 570 hier mittlerweile. Ist schon. Ist schon nicht verkehrt, sage ich mal so, wie es ist. Ja, heute spielt sich das sehr gut hier. Wirklich eine sehr flüssige Verbindung, so wie ich das hier gerade äh, bemerke. Und ja, auch das Event schmeckt natürlich ganz gut. Äh, Kristalle, mal schauen, ob wir ein bisschen Glück haben heute hier. Ja, das sieht gut aus. Also, okay, es sieht nicht gut aus. Auf den anderen Accounts habe ich schon ein paar Epics gewürfelt. Mal schauen, hier so eine Waffe, die würde ich ja immer ganz gerne haben. Das bringt ja mit am meisten Schade. Ja. Okay, das sieht mir jetzt nicht sehr ertragreich aus die Sanduhren also wenn ich die Dreier-Sanduhren habe das nehme ich eigentlich gar nicht an ähm, es sei denn ja weiß ich nicht es ist das außerhalb des Events dann ja aber ansonsten wenn jetzt hier die Chance ist auf so gute Sachen wie ja Doppelkristall und hier Epics und sowas dann skippe ich auch dreimal gewürfelte Sanduhren äh, weil ja hier so wie hier das, das die auf die fünf ist dann halt auch wirklich geschissen so ne ich meine dann habe ich zwar die wieder raus hier vom Würfelspieler aber das will ich gar nicht ähm, dadurch dass ich mir die zum Event kaufe die Sanduhren sind die alleine dadurch schon ja so viel günstiger sag ich mal als wenn man die jetzt hier ohne Event jetzt würfeln oder kaufen würde boah das rattert wirklich sehr smooth heute runter hier, muss ich mal so sagen. Das sah gestern ganz, 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 ganz anders aus. ja äh, Mal schauen. Wir haben jetzt kaum Gold, das heißt, wir können auch kaum Gold verlieren. Mal gucken, wie die Kämpfe aussehen gegen Sir Webster. Ich muss sagen, in letzter Zeit hier, ich habe gar kein Glück. Der ist nur am Kritten schon wieder. Nur am Kritten die ganze Zeit. Und ich kriege hier keinen einzigen Krit ja Gestern war ich, war ich zwar in einer internationalen Ehrenhalle, also da war ich auf Platz 1. Um 18 Uhr muss das ja gewesen sein, aber ja in letzter Zeit wenig los. Ansonsten viele neue Meilensteine bald 300.000 Intelligenz haben wir hier bald geknackt. Dann haben wir bald hier Stufe 609 erreicht. Plus ich habe einen Erfahrungskalender hier. Das sind ja noch mal 300 Millionen und hier 200 Millionen und der gab ja 100 Millionen. Ähm, das ist ja dann auch noch mal ein gutes ja. Naja, ist nochmal gute Erfahrung. Plus halt nochmal das Level ab. Ne? Und wir sind ja eh schon bald 610, sind wir bald 611. Ja, das, das geht gut voran, auf jeden Fall. Ne? Mal gucken, ähm, wer heute in der internationalen ist, beziehungsweise war. Sir Webster hat es heute reingeschafft. Ja, ist auch in Ordnung. Wir sind so von den Basispunkten jetzt tatsächlich von auf einer Stufe her. Ähm, aber ich sehe ihn tatsächlich noch eher in der internationalen Ehrenhalle, weil er halt konstanter vom Schaden ist als ich. Ich bin wirklich sehr gläserkennen, als Magier so äh, sehr viele Schwankungen. Er hat auch eine PvP-Waffe hier. Ist auch gut, habe ich nicht. Das ist eine, eine Dungeon-Waffe, deswegen er ist von der Konstanz deutlich besser. Auch von der Aufskillung her natürlich ein bisschen mehr beieinander bei Stärke und Ausdauer als ich bei Intelligenz und Ausdauer. Ne? Aber ist natürlich auch klar, er ist ein Krieger, da sollte man schon 50-50 machen. Das ist schon fast somit die beste Skillung, die du eigentlich haben kannst als Krieger. Das ist schon sehr, sehr gut, weil die halt eben auch so viel von ihrem krassen Leben und so profitieren. Da profitieren die Magier ja fast gar nicht von, wenn du da Leben reinskillst. Hier, da kriegst du ja kaum was. Ne? Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich habe gestern, glaube ich, gegen einen gekämpft. Ja, da, da der hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, der hatte auch 200.000 oder 250.000 in Ausdauer und der hat, ja, weiß nicht, vielleicht 80 Millionen Leben dann mehr gehabt. Ne? Ist erstmal sehr viel für einen Magier. Der, dadurch kann man auch wirklich einen ein oder anderen Hit von einem anderen Magier auch aushalten oder tanken. Aber wenn ihr euch mal überlegt, wie lange das dauert, hier einfach noch mal mehr 100.000 oder so Ausdauer zu haben und äh, ja. Oder Skillpunkte hier rein zu skillen, das ist schon. Das dauert schon sehr, sehr lange. Also, unter dem Strich kann man festhalten, die Magier haben vom Leben nicht ganz so viel. Davon haben sie von dem Schaden umso mehr. Ne? Und seit dem ähm, Gladiator gehen die Magier halt auch noch. Also das, das, ja. Ja, ist das ist kumuliert, also das synergiert sehr, sehr gut äh, mit, dem, mit dem Schaden vom, vom Magier. Crit, Schadensbonus 75%. Da kommen schon teilweise echt saftige äh, Crit-Treffer raus hier bei äh, dem Account. Und ja, äh, ansonsten können wir noch ein paar Tries machen gegen Hades. Ne? Äh, den sehe ich auf jeden Fall in. Schätzungsweise, wenn ich jetzt hier jeden Tag so meine Free Tries reinballere, also außerhalb von den Videos pilze ich ihn ja überhaupt nicht, ne? Das ist ja für mich nicht weiter ertragreich. Ähm, aber in, ich sehe ihn auf jeden Fall in den nächsten zwei, drei Monaten, würde ich tatsächlich so mal sagen. Ja. Ähm, viel verbessern werde ich mich bis dahin nicht von den stat punkten her, das ist klar. Aber. Ich glaube, bis dahin kommt mal so der ein oder andere Lucky Try mal zwischendurch, wo die Kunigunde mal richtig Bock hat, hier äh, Schellen zu verteilen und ausweicht. Und, oder ich hier so, ein, so einen heftigen Crit wahrscheinlich rausgehauen habe, wie eben gerade. Da gucken wir uns mal den Kampf an. Ja, da müssen wir gut gut äh, ausgeteilt haben hier. Ne? Mal schauen. Jetzt sehen wir hier die 2 Milliarden Krits vielleicht? Mal gucken. Jetzt nochmal 1,6, ganz schwach, ganz, ganz schwach, ja. Wir haben schon mal über 2 Milliarden haben wir schon mal rausgehauen, das, äh, das weiß ich noch. Aber ähm, ja, dafür war das jetzt eben zu schlechter Try. Und der ist als Geschickgegner. Ne, der macht ja jetzt auch nicht unbedingt wenig Damage. Ist ein guter Anfang hier. Da haben die Begleiter gut vorgelegt. Aber alleine schaffe ich das nicht. Vor allen Dingen, wenn Hades jetzt hier auch dreimal krittet. Das muss dann auch nicht unbedingt sein. Ja, also das können wir uns auch sparen hier. Naja. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, auf 4 Milliarden war, glaube ich, mein bester Try gegen Hades. Habe ich den gespeichert? Nö. Ähm. Aber ich werde auf jeden Fall die Tries mal speichern. Falls ich wieder ein paar gute Tries haben sollte gegen Hades, dann werde ich die euch mal zeigen. Äh, ist ja dann auch gleich immer in Verbindung mit, ja, entweder mit einem guten Try von der Kunigunde, dass die irgendwie ja, 20 mal ausgewichen ist, oder dass ich halt, also schon wieder so viel, ne? Und jetzt haben meine Begleiter kaum was gemacht. Äh, oder dass ich halt übel rausgescheppert habe, ja. Da gucken wir mal. Zum Glück kann man das ja hier auch verschnellern: 1,5. 1,7, ja. Also die 2 Milliarden sind definitiv noch drin. Also das ist schon nicht verkehrt, was wir hier machen. Aber da muss halt eben alles passen, ne? Eieieiei. Ai, 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 ai. Okay. 3,8. Ich glaube, das war bisher einer meiner besten Tries. Ja, da müssen wir noch mal gucken, was hier die Kunigunde äh, oder so gemacht hat. Wer hatte hier? Ja, Kunigunde und ich auch. Also Kunigunde hat hier 1. Ich glaube, in irgendeinem Video hatten wir das ja schon mal mitgezählt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ist nicht verkehrt, ja. Oh, und wir aber auch viele Crit-Treffer, aber leider keiner, der so richtig reingeschäppert hat. So eine Milliarden-Crit-Treffer, ja, das ist halt eben das Ding bei der Spanne. Ne? Die kann halt mit Low-Spanne kriten, aber kann auch mit High-Spanne naja Na auf jeden Fall, das soll es erstmal soweit heute zu dem Video gewesen sein. Äh, falls es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung Kommentar dazu da. Äh, falls ich hier, oh, 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 da hat jemand aber hier vorgelegt, ja, da hat noch jemand angegriffen gerade. Ja, 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 Also die 20er auch in Aussicht für morgen hier. Naja, aber wenn wir die angreifen und ich euch die zeigen kann, dann werde ich euch die auch mal zeigen oder gegen die mal kämpfen. Ne? Dann haben wir die nochmal in Groß, das Ganze. Und ja, aber für heute war es erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, ja, ihr wisst Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.